Moin Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 3, The Definitive Edition mit mir, Sateklon, und der Kampagne. Wir sind bei der ersten Kampagne noch Blut, Eis und Stahl und bei der dritten Mission müssten wir jetzt sein. Wir haben zwei relativ kleine Missionen gehabt, beide in Malta. Haben letzte Folge den Auftrag von unserem Ordensmeister Alan, meine ich heißt er, bekommen, dass wir jetzt ab in die neue Welt sollen, da wir auf Malta eine Höhle entdeckt haben, wo die Osmanen drin waren. Und dort sind Schriftzeichen, die wohl den Jungbrunnen in ungefähr Mexiko oder Brasilien erwähnt, also da, wo halt Azteken wohnen, Yucatan. Ja. Und wir sind ja jetzt immer noch bei unserer Heimatstadt, aber wir können hier immer noch nichts irgendwie machen. Also wir können immer noch keinen Deckbau wirklich betreiben, weil wir keine Karten oder so bekommen haben, aber wir können trotzdem mal rein in die. Und wenn euch diese Folge, wenn euch die letzten Folgen oder wenn euch das Projekt allgemein gefällt, dann lasst es mich gern wissen. Denn dann werde ich auch ein bisschen mehr zu Age of Empires bringen und nicht Kampagne, sondern vielleicht auch ein paar Multiplayer-Gefechte, je nachdem, was sich so ergibt. Gut. Woher? Ja, die sieht aber fast schon sympathisch aus. Ist das nicht? Ach, egal. Ich weiß, glaube ich, wer das ist. Morgen möchte vor den Osmanen den geheimnisvollen Mondsee erreichen. Mondsee? Okay. War das nicht der Jungbrunnen? Na gut. Und segelt in die neue Welt. Aber er muss seine Reise unvermutet unterbrechen. Wahrscheinlich wegen dieser Frau da. Ich meine, wir segeln auch an den karibischen Inseln vorbei. Also vermute ich mal Piraten, wa? In jenen Tagen wagten es nur die Mutigsten, den Atlantik zu überqueren. Aber wenn der Dienst an seinem Orden es verlangte, in die neue Welt zu segeln, war Morgan bereit, alle Gefahren auf sich zu nehmen. Land! Ich habe es zuerst gesehen! Die Belohnung ist mein! Du bekommst dein Gold, aber sei auf der Hut. Dies sind unbekannte Gewässer. Was ist passiert? Ein Schiff! Bis unters Deck voll mit Schießpulver. Es kam aus dem Nichts. Und es gibt noch mehr davon. Ich bin Elizabeth Ramsey. Übergebt mir eure Schiffe und ich verschone euch. Wir sind Ritter des heiligen Johannes. Wir geben niemals auf. Ritter? Wie süß. Feuer! An Land. Wir müssen sie aufhalten, bis die anderen Schiffe eintreffen und wir durchbrechen können. Ja, Ritter, wie süß. Ja, erstmal total süß, dass sie erstmal miteinander quatschen. Hey, erstmal dieses, wer bist du eigentlich? Und dann gibst du aufs Maul. Finde ich super. Es ist absolut sympathisch. Ach, herrlich. Piratenschiffe voraus, Captain! Noch ein Feuerschiff, es will uns rammen! Unser Schiff ist schwer beschädigt. Gründet eine Kolonie auf dieser Insel und wartet auf weitere Schiffe aus Malta. Besser ist es, denke ich. Wird wahrscheinlich so eine Art Seemission werden, oder? Also für Yes. Inseln, Piraten. Yes. He wall. Heißt für mich jetzt erstmal grob, man muss sich auf dem Wasser beweisen können. Das Schiff ist angeschlagen. Kann sich das sich Baut die Kolonie weiter aus. Wir brauchen Militäranlagen und einen Hafen, bevor wir uns an den Piraten vorbeikämpfen können. Richtig. Ich will erstmal wissen, was auf meiner Insel hier los ist. Also erstmal hier gucken. Dann hier forschen. Hui, da sind Feinde. Piraten. Weg, 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 weg. Ah, einen Kavallerist haben sie gekriegt, aber. Ich glaube, Piraten sind besonders effektiv gegen Kavallerie. Machen wir den mal weg. So, ansonsten geht hier mal aufs. Genau, hier ist halt so ein bisschen was los. Das werde ich mal versuchen. So, dann gehen wir mal hier auf Nahrung. Hier geht mal auf Holz und darauf. Der Typ hier, die Frau meine ich, kann ja mal hier einen Hafen bauen. Hafen brauchen wir wahrscheinlich.
nicht. Dank dieser Piratin brauchen wir neue Schiffe. Ja. Deswegen baue ich auch schon Hafen. Was können wir denn noch so machen? Erstmal Häuser, würde ich sagen. Oh, da kommen Kariben. Das ist nicht gut. Kavallerie, habt die Post. Müssen wir eben unsere Dorfbewohner schützen. Wir können in unserem Hafen weitere Schiffe ausbilden. Ja. Vor allem können wir das existierende Schiff mal reparieren, oder? Da tut es das von alleine? Ich meine, man musste das immer irgendwie... Einmal kann man es nicht reparieren. Oder passiert es wirklich von alleine? Ah, es passiert von alleine. Okay, gut. Ready, Menasor. Ready, Menasor. Man nicht mehr sieht, wie viele Dorfbewohner in dem Dorfzentrum sind. Yes. Das ist ungewohnt, aber gut. Passt schon. Wir haben jetzt hier noch ein paar Dorfbewohner frei. Genau, ihr könnt mal einsammeln, was da so ist. Ready, yes. So, wir brauchen neue Schiffe, sagt er, ne? Würde erstmal generell... Haben wir die Möglichkeit... Ah doch. Der Fische, da. Erstmal so ein paar Fischerboote bauen. Dann gucken wir mal, was hier noch so... Hier sind Indianer. Und ein Schatz. Ah, die Indianer mögen uns nicht. Was sind die Indianer auf der Seite der Piraten? Das ist ja eher... Die Indianer halten uns bestimmt für Piraten, die sie versklaven wollen. Ah, okay. Ja, nee, Leute. Ich bin ganz nett. Tue ich bestimmt nicht. So, bauen wir mal eine Kaserne. Ja, Dorfbewohner im Prinzip. Haben hier einiges an Holz. Wir können auch eigentlich mal direkt eine Geschützgießerei bauen. Häuser. Und dann erstmal wieder ein bisschen sparen. Wir bräuchten eigentlich auch einen Marktplatz, damit sich die ganze Wirtschaftliche hier wieder ein bisschen lohnt. So, du machst hier gleich mal die Dorfbewohner. Wer ist damit? Die Mission. Nice. Nachdem wir unsere Kolonie gegründet haben, müssen wir einen Weg durch diese Inseln hindurch finden, Captain. Diese Piraten besitzen Land- und Seekarten, die uns durch das Wirrwarr von Inseln hindurchbringen könnten. Ja, naja, gut, ich meine, ich sehe ja schon ein paar Inseln, aber können wir gerne mal machen. Oh, erstmal ein bisschen die. Ja, ja. Zerstört Lissys Feuerschiffe, bevor sie uns rammen. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Versucht die Feuerschiffe aus der Entfernung zu zerstören. Ja, ich brauche erstmal neue Schiffe, glaube ich, bevor ich das mit dem Einzelnen hier. Aber dafür brauche ich erstmal mehr Holz. Wie kostet denn Marktplatz? 100, das ist ja nix. Ist ja genauso teuer wie ein Haus. Das ist ja komplett bescheuert. Aber gut. Ich bin noch die Preise, die Ressourcenpreise aus Age of Empires 2 gewohnt, weil ich, wie gesagt, vor dieser Kampagne, vor diesem Let's Play, für mich persönlich, privat und auf Stream, also sowohl auf Twitch als auch auf Trovo, Kampagnen zu Age of Empires 2 gespielt habe. Auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen, aber war halt nicht stark. Muss man nur mal gestehen. Waren keine guten Kampagnen. Sind zwar nett gemacht und nett gemeint, aber das war's dann auch. So. Okay. Morgen könnte ich ja vielleicht hier mal die Jaguare und den Schatz da wegmachen. Kann ich agen? Ja, scheinbar ja. Erstmal machen wir hier Nahrung mehr und mehr Holz. Genau, Gold ist so ein bisschen passiv nebenbei, mehr oder weniger. 100 Holz, also wir brauchen echt viele Holzhacker im Prinzip. Problem ist halt eher... Es ist ein Schiff aus Malta angekommen. Oh, einfach so. Das ist ja nett.
Das ist so eine Galeona, also ein Schiff, was auch Einheiten ausbildet. Yes? I mean yes. So, dann schnetzeln wir mal hier die Magua weg. Gut, machen wir den Schatz ein. Ja, du kannst gern schießen, du komisches Schiff, aber es wird den. Und ja, der Grund, warum ich auf Rodeleros gehe, einfach weil sie Nahrung und Gold kosten und kein Holz, was wir zu bringen brauchen. Komponent recht unter. Ja, weiß ich nicht, kann ich damit rüber schiffen? Wahrscheinlich reichen. Zwar jetzt nicht viel, aber es könnte reichen. Wir können einige Siedler zum Sammeln von Rohstoffen auf eine nahegelegene Insel bringen, wenn die Vorräte hier knapp werden. Ja, wenn sie knapp werden, aber das sind sie ja noch nicht. Doch, sieht sehr gut aus. So, da sind noch mehr Fische. Bräune. Ja. Das sollte jetzt auch mein Fokus sein. Erstmal auf Nahrung gehen, so gut. Auf die Truppene. Und dann schippern wir mal mit den. Das haben wir ja schon. Also, wie gesagt, man sieht gar nicht mehr, was in dem Schiff drin ist. War das früher auch nicht? Also, das bin ich, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, man hat immer gesehen, was in den Schiffen ist. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal die. Geraten weg. So, du kannst ja schon mal hier den Schatz weg klatschen. So, und das war's mit der Insel wahrscheinlich. Wir müssen noch zwei Seekarten finden. Ja. Ach, das ist tatsächlich. Ah, okay, das ist sogar tatsächlich gewollt, dass man die Karten findet. Was können wir denn machen? 8 Pikiniere, dann würde ich tatsächlich das hier machen, weil das ist ein Schiff for free. Dafür brauchen wir sowieso. Und hier ist wahrscheinlich direkt die nächste Karte, ne? Können wir ja mal mit dem Schiff hier hin. Und dann kannst du mal den nächsten Schatz hier angucken. Was ist da denn drin? Überreste eines Plan. Oh lol. Heißt, ich kann hier ein Dorfzentrum bauen. Super. Ein zweites Dorfzentrum auf einer anderen Insel wäre sehr nützlich. Ja. Definitiv. Deswegen werde ich das Dorf bauen. So, die hacken da weiterhin Holz, super. Läuft, jetzt kann ich mal ein bisschen Goldproduktion erhöhen. Und fahr mal bei dem Schiff hier rüber. Gucken, was hier so ist. Hey. Schon dahin. Da sind wieder Kariben. Na gut. Sammeln wir mal direkt hier die Nahrung von den Titern. Hey, Dills sind aber böse. So, da ist ein Schiff, was uns ärgert. Das werde ich jetzt direkt beantworten. Gut, ja, jetzt schießen sie hier die Tiere. Das ist ja auch so gedacht. Ich meine, die fliehen jetzt zwar noch sonst wohin, aber auf der Insel bin ich relativ sicher. Aber einige. Einige Schiffe. Es nähern sich Kanus. Ja, die Kanus sind aber auch schon hoch. Oh. Das ist nicht gut. Ich muss mal eben schnell meine Leute hier losschicken. Das ist nicht.
Aber das kann ich halt, ich kann es halt abfangen. Ich meine, die greifen da meine Schmiede an, meine Waffenschmiede, aber das werden sie halt nicht schaffen. Machen da ein bisschen Gebäudeschaden, aber das war's auch schon. So, dann können die Dörfer nochmal wieder rauf. Oh, ich hätte das machen müssen. Ready? Merk schon. Funte. Eine Galeone ist gerade Monster. Eingetroffen. Die Galeone, ja, moin, ja, danke. Und mit Militäreinheiten, das ist natürlich richtig gut. Wenn ich Einheiten sogar kriege dafür. Aber ich will halt noch den Rest der Insel da erforschen. So, und jetzt bin ich ja auch im nächsten Zeitalter. Hab dafür meine Dingens bekommen, meine Belohnung sozusagen, meine Karavelle. Und ihr wacht, machen wir da mal Tiere. Auf der anderen Insel sind zwar auch genug Tiere. So, und dann gucken wir mal, was auf der Insel noch so ist. So, ich brauche wahrscheinlich noch mehr Häuser. Verbauen direkt. Oh ja, Häuser sind sogar echt notwendig. So, dann baust du mir mal eine Kirche. Mal gucken, was ich in der Kirche so machen kann. Da ist auf jeden Fall noch eine Schatzkarte, aber ich will erstmal gucken, wie gesagt, was hier noch so ist. Wenn hier nur ein Schatz ist, dann ist es so, aber okay, hier sind tatsächlich nur Schätze. Quecksilber. Silber. Ja, machen wir mal direkt. Gut. Und noch ein Feuerschiff, es will uns rammen! Ja, gut. Alles nur. Erstmal kann ich hier neue Schiffe bauen. Was macht das denn Breitseiten an? Commandement? Yes. Eigentlich. Echt? Commandement? Oh, da kommen Piraten. Die kann ich hier herzlich empfangen. Ready? Yes. Richtig, ich meine so. Schau. So, und dann schicken wir mal ein Schiff wieder los. Oh, so nicht so ein angeschlagenes bitte, sondern das. Dann holen wir die Truppen da ab. Bitte mal den Piraten, bitte. So. Ja, dieser kleine Angriff ist zwar ein bisschen doof, aber irgendwie weltbewegt. Okay, hier haben wir jetzt also auch eigentlich genug Nahrung gesammelt. Also die Insel ist leer sozusagen. Hier sammeln sie ja noch Nahrung, die nichts Gutes. Heil. So, mehr Gold. Super. Gut, und die Leute können hier alle mal rauf. Commandement? Yes. Yes. Ein weiteres Kriegsschiff aus der Heimatstadt ist eingetroffen. Ja. Noch mehr Piraten! Erledigt sie alle! Oh. Ja. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin. Säubern wir mal den ganzen Haufen hier. Den Piratenhaufen hier, den Abschaum. Gut. Jetzt haben wir die nächste Karte gesammelt. Wir haben eine weitere Seekarte entdeckt. Wir brauchen nur noch eine. Richtig. Yes. Yes. Commandement? Datordale. Yes. Commandement? Evolve. Ende.
Dass sie nicht weiter zu den nächsten gelegenen Fischen gehen, ist ein bisschen schade, aber na gut. Geht wohl schon. Ready. I mean so. So, und ihr geht hier mal weiter auf Nahrung, bitte. Schau! Great Hotel, the bar. Ja, die letzte Karte wird wahrscheinlich auch auf dieser Insel hier sein, wa? Gibt ja auch keine andere Insel mehr. Doch, hier in Kiel gibt's noch eine, aber ich glaube, die ist nun wirklich nicht beeindruckend. Ich kann ja mal gucken gehen. Ich habe ja so eine kleine Mini-Escort-Truppe. Die kann ja mal ein bisschen gucken. Schau! I'm a picture. Commandement? So, und du machst mal da Aufklärungsaktion und so. Yes? Ready! So, was können wir denn in der Kirche machen? Eigentlich nichts Sinnvolles, wa? Heiler. Der Punkt auf Handel gewährt ihm 200 etwa 1000. Weiter Sichtweite. Das ist alles nicht so begeisternd. Ja, ihr könnt ja eigentlich auch mal wieder los. Wer greift mich hier so hart an? Ah. Körperschiffe sind echt stark, wa? Na gut. Sind halt auch Piraten, die müssen ja auch irgendwas können. Tut weh. Yes. Richtig. Commandement. So, dann haben wir jetzt hier genug Militär im Prinzip. Wir gehen. Oh, da ist. Boah, es ist ein Schiff aus Malta angekommen. Och, mehr Schiffe brauche ich jetzt auch wirklich nicht. Yes. Date or Dale. Okay, hier ist nichts. So, dann greifen wir mal direkt hier an, wa? Am besten auch direkt den Turm. Ist ja schön außerhalb der Mauer. Da ist die letzte Karte. So, den töten und dann den Turm wegmachen. So, wunderbar. Machen wir hier die Piraten weg. Ganz effektiv sind diese Ringschleuderer tatsächlich irgendwie nicht. Dadurch, dass wenn der Feind gestorben ist, den sie attackieren, unterbrechen sie ihren Angriff. Das ist nicht so ganz effektiv. Also wenn sie jetzt hier den Piraten hier anvisieren und er ist halt tot, dann unterbrechen sie ihren Angriff, wobei die halt Flächenschaden machen, also es würde sich sogar fast lohnen. So, gehe ich mal direkt auf den Schatzwächter. So. Jetzt muss ich warten, bis morgen wieder lebt. Weil er ist der Einzige, der den Schatz aufheben kann. Commandement. Die Wall. Commandement? Yes. Wobei, ist nicht richtig, es könnte auch einen Dorfbewohner machen, aber ich möchte jetzt da keinen rüberschicken. Die Wall. Yes. Unter. Teil. Unter. Yes. Unter. So, morgen. Wo bist du? Da bist du. Du sollst nicht wieder direkt sterben in den nächsten Besten. Ja, du kannst mal gern so ein Range, ja, sowas machen. Ha, das ist schon wieder tot. Wobei, er ist verletzt. Ja. Jeder Moment, den ich lebe, ist eine Qual. Ja, jeder Moment, wo du stirbst, ist für mich nicht wahr. Also, mal den Schatz aufheben hier. So. Wir haben dann ist auch diese Mission geschafft. Um in die neue Welt zu sehen. Ja. Oh, wir kriegen keine coole Abschlusssequenz. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben immer noch keine neuen Karten. Na gut, vielleicht kommen sie in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao.